Hallo und willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, ich hoffe, also wir haben ja in der letzten Folge etwas komplett anderes gemacht, ein ganz anderes Gebiet, und ich hoffe, dass wir jetzt jederzeit theoretisch durch sie wieder Bereit, zurück Segel zu könnten. setzen? Ja, können wir, okay. Ich komme wieder. Und ich werde hier sein. Das ist sehr schön. Das wollte ich mir nur noch mal eben bestätigen lassen, weil wir natürlich einiges da nicht gemacht und nicht geholt haben. Wo ich hier angekommen bin, hieß es. Können wir mit dem noch reden? Ach so, nee. Ach. Ich muss gehen. Bleib Sie gesund. ist das. Okay, von hinten sah das jetzt aus wie der eine Krieger, den wir noch hier geschleppt haben. Als wir das schöne. Ja. Örtchen verlassen haben, hieß es, wir sollen mal mit Haitham sprechen. Ich gucke noch mal eben, ob es endlich mal eine Guten Daily Tag, gibt guten hier. Tag. Hast du was Neues für mich? Die, die für mich arbeiten, sind diesen Aufgaben nicht gewachsen. Aber du bist gefährlicher. Oh, endlich. Nach anderthalb Tagen mal wieder was Wahrscheinlich ist Neues. das Ziel schon tot. Keine Eile, aber früher ist immer besser als später. Es sei denn, du bist das Opfer. Ja, das stimmt. Wir sehen uns bald wieder. Geh ruhig, ich werde hier sein. Hey, Eivor. Hey, du, Eivor. Okay, dann bin ich ja froh, dass wir endlich noch mal was Neues bekommen haben. Sind die eigentlich wieder aufgefüllt hier? Ja. So, dann sprechen wir kurz mit Titan. Gorm ist tot. Namenlos und allein jenseits der offenen See. Ein Meister des Ordens, vom Stamm ihres sterbenden Baumes gehauen. Du näherst dich den Wurzeln. Ah, und wir haben Ordenssiegel. Sehr schön. Nimm dies. Das dient deiner Sache mehr als meinen Taschen. Ah, gut. Ich hoffe, du hattest nicht zu viel Ärger deswegen. Als Zeichen meiner tiefen Dankbarkeit sollst du dies haben. Ich danke dir. Vermutlich wird es noch mehr geben. Perfekt. Ich muss gehen. Dann gehe in Frieden. Dann schauen wir doch mal eben schnell, was wir jetzt hier für eine Fähigkeit bekommen haben. Okay, wir haben zwei Fähigkeiten bekommen. Ach, ich habe gedacht, wir hätten hier fast alle, aber hier, wo nichts schwarz ist, da kommen ja auch noch Fähigkeiten hinzu. Ach du Schande. Zünde die Nahkampfwaffe in deiner rechten Hand an. Gegner, die Feuer fangen, erleiden mit der Zeit zusätzlichen Schaden. Das wäre natürlich bestimmt geil gegen große Gegner. Was war das mit dem Gift nochmal? Vergiftete. Ja, ist jetzt die Frage, wo ich jetzt mehr Schaden mit anrichte. Mit Gift oder mit Feuer? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Wir könnten das mal spaßeshalber ersetzen. Gegen das mit dem Feuer. Sieht bestimmt auch spektakulär aus, wenn man damit kämpft. Und das Gleiche kann man dann auch machen, indem man die. Ja, es ist ja auch gar nicht mal so schlecht. Indem man die Bögen mit Feuer auffüllt. Dann schauen wir mal eben. Blick de Noir. Ah, gut, die habe ich bisher so noch nicht benutzt. Ich würde schon fast sagen, dass wir die einfach mal dagegen austauschen. Dann wollte ich hier kurz beim Orden nochmal reinschauen. Da haben wir nämlich jetzt drei neue Gesichter drin, jeweils nur mit einem Hinweis. So, den haben wir getötet. Das war der Kompass und den haben wir in der letzten Folge getötet. Sieht ja bisher schon ganz gut aus, aber da geht definitiv noch mehr. So, dann machen wir mal. Da gehen wir da hoch. Dann machen wir mal das, was jetzt bei uns in der Quest steht, und zwar Rand wie Bericht erstatten. Kann man hier eigentlich noch was machen? Das leuchtet so. Nee, Eivor. man kann es nur. Ach, das gehört gar nicht dazu. Okay. Ja, ich weiß, du willst wahrscheinlich wieder mit mir Bogen schießen oder so, aber für sowas habe ich momentan keine Lust und keine Zeit. Was ist das denn hier? Festmahl beginnen. Was ist das denn? Kostet 50. Deine Werte werden langanhaltend gestärkt. Langanhaltend. Heißt das jetzt für immer oder heißt das jetzt,
Das wäre natürlich geil. Das werden wir mal machen, wenn wir mit ihr gesprochen haben. Das wäre natürlich geil. Du warst so lange weg. Warst du besorgt? Selbstverständlich. Solch eine lange Reise. Konntest du tun, was getan werden musste? Ja. Und ich brenne darauf, mich nun um die Dinge hier vor Ort zu kümmern. Gut. Es ist vollbracht. Gorm ist tot. Und der Kjötvison-Clan aus dieser Welt getilgt. Gut. Ich würde gerne alles über deine Reise nach Vinland erfahren, wenn du die Zeit findest. Eines Tages. So, dann müssen wir uns jetzt wieder auf das neue Gebiet kümmern, was wir ja schon mal ausgewählt hatten. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Das war das hier, glaube ich, ne? Stärke 90, 130, genau, die waren alle noch ein bisschen sehr stark. Das nehmen wir auf jeden Fall als nächstes. Was ist mit Oxenaforge hier? Sigurd sagte mir, er hätte dort zu tun. Ja, tatsächlich ist Sigurd gerade dort. Du sollst ihn dort treffen, sobald du kannst. Er hat sich mit dem aufrührerischen Tarn Gedrick zusammengetan und hofft, ihn im Tausch für seinen Schwur als Aldermann einzusetzen. Es gibt eine Schenke im Herzen Buckingahams. Sigurd erwartet dich dort. Kann man das noch machen? Ach so, das ist jetzt grau. Dann sollte ich zu meinem Bruder. Wo liegt Buckingaham? An der großen Use, welche Oxenaforge hier teilt. Sigurd wird sich freuen, dich zu sehen. So, ja, dann würde ich aber trotzdem sagen, dass wir das mit dem Fest mal vielleicht mal ausprobieren. Ich schaue mal, ob ich vorher noch was verkaufen kann von den Sachen, die ich bekommen habe. Damit wir noch ein bisschen Geld haben, weil wir müssen ja immer wieder alles ein bisschen aufmotzen. Zeig mir, was du anzubieten hast. So. Naja, allzu viel haben wir nicht. Achso, dreimal haben wir das. Für die finde ich ein neues Zuhause. Das ist schön. Einzigartig. Das meine ich ernst. So, die Barren brauchen wir nicht. Das ist fast schon geschenkt. Ja, das stimmt. Deswegen nehmen wir da auch 5 von mit. Das wirst du noch gut gebrauchen können. Jetzt weiß ich nicht, was ich jetzt eher brauche. Naja gut, ich kann beides noch mitnehmen, auch wenn ich dann fast pleite bin. Das ist gar nicht gut. Jetzt weiß ich nicht, wie das jetzt mit dem Festmahl ist. Da müsste ich eigentlich mal vorher auf meine Werte gucken und dann gucken, ob sich da wirklich was verändert hat bei mir. Kaufen erstmal die Sachen noch schnell. Nutze es mit Bedacht. Nein! Ich habe jetzt nicht aus Versehen den Kupferbarren gekauft, oder? Es ist wahrlich hochwertig verarbeitet. Nadelkopf, Todsprecher, ich wollte nochmal gucken. Moment, Hundezahn? Sonst nichts? Ich sollte doch einen Hundezahn, glaube ich, für den Jäger mitbringen. Nun muss ich Kann gehen. Ich den nicht mitbringen? Auf bald. Lass dich mal wieder blicken. Okay, so, das speichern wir kurz ab für alle Fälle. Dann müssen wir, wo müssen wir eigentlich hin? Ich weiß es gar nicht. Habe ich die Quest überhaupt angenommen jetzt? Ja, die habe ich angenommen. Ich guck mal eben, ob wir hier noch was verbessern können. Na, die Kapuze könnten wir, oh, da könnten wir noch was, aber das ist der Bogen. Ach so, die Axt können wir sowieso nicht mehr verbessern. Ja, dann definitiv den Bogen verbessern, damit der kraftvoller ist beim Schießen und so weiter. Kann ich den Rest jetzt noch verbessern? Nee, den Rest kann ich jetzt nicht mehr verbessern. Und ich habe immer noch nicht die benötigte Seide, die ich schon die ganze Zeit brauche. Ach, das ist doch ziemlich nervig. Wir probieren das jetzt mal mit dem Festmahl aus. Nicht wieder streiten. Ach nee, ihr seid das ja gar nicht. Okay, ich schau mal eben nach. Also, Werte.
So, meine Gesundheit ist 233. Das ging ja hier um die Gesundheit, ne? Genau, 233. Auf jeden Fall haben sie gut gefeiert, ne? Dann schauen wir jetzt auch nochmal nach. Die Werte. 258. Ja, die haben sich auf jeden Fall um 25 erhöht. Dann schauen wir mal, ob das auch wirklich so bleibt. Also ich werde hoffentlich dran denken und später nochmal nachgucken. Kann man das immer machen? Das kann man tatsächlich immer wieder hintereinander machen. Hm. Aber erstmal testen. Wenn es natürlich nur für einen längeren Zeitraum hält, dann bringt mir das Ganze natürlich nichts. Achso, ich laufe hier so schön zu Fuß rum und weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich hier eigentlich hin muss. Da ist meine Quest. Da werde ich jetzt mal eben, mal eben schnell hinreisen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, mein Problem ist jetzt, dass wir da rein müssen. Uns aber niemand sehen darf. Eine Schenke. Das muss sie sein. Oder sie dürfen uns doch sehen. Ich bin mir nicht sicher. Rechts ist abgeschlossen. Ich habe immer mein Horn dabei. Wenn ich welche sehe, lasse ich den Warnton erschallen. Mich mögen sie dann kriegen, doch die anderen können sich vielleicht in Sicherheit bringen. Am Ende wird Gott sie strafen. Gott steh uns bei. Bruder Altäre sagt, die wären mit vielen seltenen Pigmenten abgehauen. Naja, jedenfalls. Ich bin mir ehrlich gesagt jetzt nicht sicher, ob die jetzt mich angreifen würden oder nicht. Ich gatte um Minster, F. Ist ja lang. Ich komme ja aber auch anders irgendwie nicht rein, ne? Moment, kann ich hier durch? Sigurd ist nicht hier. Ich höre mich um. Soldaten hinterlassen nichts als Blut und Schmerz. Bist du die Wirtin hier? Du bist hier nicht willkommen. Ich hatte heute schon genug Ärger mit Dänen. Ich will keinen Ärger machen. Ich suche meinen Bruder, einen großen Nordmann. Er war für das Chaos verantwortlich. Er und diese andere waren hier und sprachen mit Tan Gedrick. Dann kamen Lady Edwins Soldaten. Ein Kampf brach aus. Dein Bruder und der braune Kerl entkamen. Dafür wurde Gedrick geschnappt. Das war wirklich bedauerlich. Er ist in dieser Gegend sehr beliebt. In welche Richtung ging mein Bruder? Was ist dir diese Information wert? Ich habe dir eine einfache Frage gestellt. Hör mal, Dänen. Wenn du eine Szene machst oder Streit anfängst, rufe ich nach den Soldaten. Ich hab gar kein Geld, zumindest nicht so viel. Du scheinst diesen Gedrick zu respektieren. Wenn er mit meinem Bruder sprach, dann nur, weil er das Beste für diesen Schier will. Vielleicht bist auch du eine Frau, die Oxina vor Schier freisehen will, auf dass es selbst über sein Schicksal entscheide. Eine Frau, die sich für ihr Dorf erhebt und sich nicht von den Stiefeln der Unterdrückung zerquetschen lässt. Ich hoffe, so bin ich. So eine Frau würde mir helfen, Gedricks Freunde zu finden. Da hast du wohl recht. Dein Bruder und sein Freund sprangen durch dieses Fenster und liefen in Richtung des Flusses. Vermutlich verstecken sie sich in einer der Fischerhütten. Okay, vielen Dank für die Information. Moment, da ist noch was. Banner zur Verkündung von Eadwyns Herrschaft. Volk von Buckingham. Buckingham. Ich kenne nur Buckingham. Hiermit wird Folgendes verkündet. Nach dem Tod von Alderman Theoric wird seine Witwe Lady Eadwin alle Ansprüche, Verantwortlichkeiten und Vorrechte seines Titels übernehmen. Alle Schwüre und Verpflichtungen Oxena
Skirch gegenüber gelten ab sofort für alle Bewohner des Skirch ihrer Personen. Mal ganz ehrlich, ich verstehe ja, dass das so gewollt ist, aber muss man das wirklich so machen und die ganzen Wörter übernehmen? Okay, sie sind da durch und Richtung Fluss gelaufen. Sigurd und Basim wollten nach Süden. Sie können nicht weit sein. Ich sollte entlang des Flusses suchen. Ja, ich werde aber... Ach, Mann. Zeig es mir. Erstmal gucken, in welche Richtung. Ah, da ist... Okay. Oh, okay. Ich verstehe. Sollte normalerweise aber auch anders gehen. Riecht wie eine Fischerhütte. Halt! Warte! Alan Washahalan, Abel. Wir hätten dir den Bauch aufschlitzen können, Wolfsmal. Warum so nervös, Bruder? Sieht dir gar nicht ähnlich. Der halbe Schier ist hinter uns her, wie du vielleicht bemerkt hast. Kamst du deshalb nicht nach Hause? Weil du mit den mercischen Soldaten Verstecken spielst? Dein Bruder ist ein vielbeschäftigter Mann. Zahlreiche Pflichten lasten auf ihm. Na, mit ihm habe ich nicht gesprochen. Aber wir sind ja mal freundlich. Es ist schön, dich wiederzusehen, Basim. Auch wenn du meinen Bruder schlecht auf seine Aufgaben vorbereitet hast. Es liegt nicht an mir, deinen Bruder wie eine lahme Mähre zu führen. Das wäre gar nicht schlecht. Bruder, wir haben Bündnisse zu schmieden. Schick ihn zurück, wo er herkam. Und geh deinen eigenen Weg. Eivor, bei den Göttern. Schön, dich bei uns zu wissen. Und in der Tat sind wir einem Bündnis schon näher gekommen. Gedrick, einer der hiesigen Tane, schwor mir einen Eid. Ich habe von ihm gehört. Die Wirtin erwähnte außerdem eine Edwin, die die Soldaten befehligt. Warum verbünden wir uns nicht mit ihr? Lady Edwins Gatte war der Aldermann des Schiers, bis Gudrums Heer seinem Leben ein Ende setzte. Nun führt sie den Kampf ihres Mannes mit dem Beistand von König Alfred von Westsexer fort. Edwin will sich an den Dänen rächen, die ihr den Mann und die Lebensgrundlage nahmen. Es heißt, Alfred sei ein furchterregender König. Wenn Edwin seine volle Unterstützung gewinnt, fällt dieser Schier an Westsexer. Und um sie zu bekämpfen, hast du dein Schwert einem kleineren Tarn zugesichert, der eine Bande von Bauern und Fischern befehligt. Hab Vertrauen, Eivor. Ein paar hundert Sachsen mit Heugabeln und Hippen sind eine ernstzunehmende Macht. Götter! In allen Männern und Frauen, ob adlig oder Bauer, schlummert der Funke von etwas Größerem. Das ist wahr. Manchmal größer, als ein gewöhnlicher Geist erfassen kann. Nun, Edwin hat Gedrick in Ketten gelegt. Da geht euer schöner Plan dahin. Nicht, wenn wir schnell handeln. Die Gefangenen sind im Langhaus. Mit dir könnten wir einen Überraschungsangriff wagen. Wenn wir mit Gedrick die beste Aussicht auf ein Bündnis haben, sollten wir es tun. Genau, dann geht einfach Sigurd. Nach draußen. Hat Basim dich zu etwas überredet, das nur wenig einbringt? Eivor, hast du kein Vertrauen in mein Kriegshandwerk? Ich schätze Basims Weisheit, doch er folgt mir. Immer. Mir kommt er vor wie jemand, der nur sich selbst traut. Basim ist von Natur aus verschlossen, aber er ist weise und aufrichtig. Und er hat mir die Augen für eine große Wahrheit geöffnet. Er hat mir eine Belohnung versprochen, so ungewöhnlich, so unglaublich, dass sie dir den Verstand rauben würde. Bruder, unser Bund besitzt das eiserne Heft einer Streitaxt. Lass dich nicht von Basim und seinen verlockenden Weissagungen von unserem einfachen Ziel abbringen. Niemals. Unser Ziel steht fest. Wir werden erst über Mercia und dann über ganz Englerland herrschen. Aber Basim ist so scharfsinnig. Er liest so vieles in meinen Gesichtszügen. Er kennt die Gebete meiner Vorfahren und... Nun, wir werden meine Geschichte etwas später besingen. Mach das, damit ich hier endlich mal gucken kann, wo wir eigentlich hin müssen. Also wir müssen im Prinzip hier komplett die Hauptstraße entlang.
zum Langhaus, wenn ich das richtig sehe. Ach so, ja, steht ja auch da oben. Haha. Ach ja, wir lesen keines kleinen Vorteil. Okay, haben wir die alle? Ja. Ich habe jetzt echt gesagt... verriegelt. Ja, ja. Ist mir auch schon klar. Ich habe nämlich jetzt keine Lust, hier so ewig lange zu warten. Ist nicht dein Ernst, oder? Okay. Ich sag jetzt mal nichts dazu. Sigurd, töte das stinkende Fischweib! Haltet ein! Der Verräter Gedrick kommt vor Gericht. Wie all die anderen verräterischen Tarne dieses Schiers. Du bist die Verräterin, Edwin. Du führst Alfred von Westsexer und sein Heer hierher. Halt deine Ale-Luke, Gedrick, du Schoßhund der Dänen. Du verkaufst uns an Westsexer und an diesen verfluchten Alfred. Das lassen wir nicht zu. Herrin, es besteht kein Grund für Blutvergießen. Wir alle wollen Frieden für Oxenafortshire. Wir finden sicher eine Lösung. Heidnische, dänische Schlange! Stinkender Misthaufen, ich scheiße auf euch alle! Herrin, wähle deine nächsten Worte mit Bedacht. Vor dir steht der zukünftige Herrscher von ganz Englerland, Sigurd vom hungrigen Rabenclan. Leg die Waffen nieder, lass meinen Freund frei und küss meine herrschaftlichen Füße. Du hast die Wahl. Sigurd, bist du bei Trost? Und du kannst meinen rosigen Arsch küssen, du Bauer. Ich habe genug von dem Abschaum. Sie gehören euch. Häutet sie lebendig und gerbt mir einen schönen Sattel. Folgt mir nach! Was haben sie dir angetan? Sichere das Langhaus, okay? Was hast du dir da wieder eingebrockt? Gegen die Bastarde kann ich immer noch kämpfen. Boah, kann die auch mal ausweichen. Das ist grauenhaft. Echt. Schon wieder. Ey, oh, das ist so nervig mit dieser Scheiß. Bringt den Hund zu Fall! Hier drüben, Jungs! Bringen wir es zu Ende! Genug jetzt! Ja, weich wieder nicht aus, kein Thema. Die Dämonenbraut ist entkommen. Ich hätte mit euch gekämpft. Ihr hättet mich befreien sollen. Gedrick, ups. Das ist Eivor, meine unbeugsame Schwester. Sei gegrüßt. Das war dein Plan? Du wolltest Edwin mit deiner blassen Hoffnung auf den Thron umgarnen? Eine Weissagung, Eivor. Nicht Hoffnung. Zankt euch später. Edwin hat die meisten Tarne des Schiers verhaftet. Wenn es nach ihr geht, sind sie vor dem Abendessen tot. Versorg deine Wunden, Gedrick. Wir befreien deine Freunde. Und was ist mit der heiligen Frau, Fulke? Du hast uns ein Treffen mit ihr versprochen. Das habe ich. Und doch bleibt mir schleierhaft, warum ihr sie sprecht. Wo ist sie? Tarnhold weiß es. Fulke lebt auf seinem Land. Doch er stirbt mit den anderen, wenn wir die Verhandlung nicht stoppen. Weise uns den Weg und wir gehen. Je schneller du sprichst, desto eher retten wir sie. Südwestlich von hier auf halbem Wege nach Oxenafort bei der Feste der Villa Lea. Basim, Eivor, zu den Pferden. Ja, wir werden gleich zu den Pferden gehen, aber wir haben jetzt erstmal einen kleinen Cut vor uns. Wir werden hier nochmal kurz die Schriftrolle lesen. Brief von Eilfred von Westsexe. Lady Edwin, ich gebe mein Einverständnis für deine Bestrebungen, dir die Herrschaft über Oxenafortshire zu sichern. Solltest du Krieger benötigen, zögere nicht, Westsexe um Hilfe zu bitten. Eilfred, keine Ahnung, ich würde jetzt Eilfred sagen.
Oh, man hört es immer wieder und trotzdem weiß man nicht genau, wie es ausgesprochen wird, wenn man es liest. Okay, da ist noch was. Brief eines Hauptmanns, Lady Edwin. Wir konnten die aufrührerischen Tane ergreifen. Wir haben sie festgenommen, als sie nach Oxenafort fliehen wollten. Wir werden sie deiner Anweisung folgend verurteilen und hinrichten lassen. Für Oxenafortskir. So, ja, ich hoffe, wir haben jetzt wirklich mal alles gefunden, was es hier so gibt, damit wir das nicht vergessen können. Dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen und schnellen Cut machen, weil es schon sehr spät geworden ist. Und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao.